Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die erste Klasse der Mittelschule. Unser Thema heute ist Meine Traumreise. Moje putovanje i snova. Mein Name ist Gordana Barišić-Lazar und ich bin eure Deutschlehrerin heute. A ovo su ishodi današnje lekcije. Odgovoriti ćemo na osobna pitanja, razumjeti video sadržaj na temu putovanje, govoriti ćemo o vlastitom putovanju i snova i koristiti ćemo geografske nazive za zemlje i kontinente. Was ist das? Hier werden 10 Wörter beschrieben. Lies die Beschreibung und rate das Wort. Die Anfangsbuchstaben jedes Wortes ergeben das Schlüsselwort. Ovdje je opisano 10 pojmova. Početno slovo svakog pojma dati će nam jednu riječ. Zaustavite lekciju i riješite zagonetku. Da vidimo. Es ist Sommer. Du bist am Meer. Du möchtest Fische unter Wasser sehen. Du gehst... Tauchen, tako je roniti. Du machst eine Reise. Du brauchst eine Tasche, die du auf deinem Rücken trägst. Also einen... Richtig, Rucksack. Treba ti Rucksack. Du bist an einem Fluss. Du möchtest Fische fangen. Du gehst... Angeln, pecati. Deine Eltern sind frei für 3 Wochen. Sie haben Urlaub, imaju godišnji. Du sitzt im Zug und hast deine Kopfhörer an. Du hörst Musik. Du besichtigst die Stadt Berlin. Natürlich fährst du mit der U-Bahn, sa podzemnom željeznicom. Es ist Winter. Du bist auf dem Berg und möchtest mit deinem Schlitten rodeln, sankati se. Du fährst mit dem Bus und durch das Fenster siehst du eine wunderschöne Landschaft, krajolik. Du liegst im Liegestuhl auf einer Terrasse in den Alpen und bewunderst die schöne Aussicht. Pogled. Du möchtest Skifahren. Du fährst in die Berge. A zagonetka je Traumurlaub. Pogledajmo. Traum. Urlaub. Dakle, rješenje naše zagonetke je Traumurlaub. Godišnji i snova. Zamisli da ideš na putovanje i snova. Wohin möchtest du reisen? Kuda biste željeli otputovati? Antworte zu. Odgovorite ovako. Ich möchte nach Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Afrika oder Australien reisen. Zaustavite lekciju i odgovorite usmeno. Wohin möchtest du in Europa reisen? Kuda biste željeli otputovati u Europi? Odgovarate sa ja oder nein. Ich möchte nach Island reisen. Ich möchte nach Irland reisen. Ich möchte in das Vereinigte Königreich reisen. Ich möchte nach Norwegen reisen. Ich möchte nach Schweden reisen. Ich möchte nach Finnland reisen.
nach Russland. Ich möchte nach Dänemark reisen, nach Estland, nach Lettland, nach Litauen. Ich möchte in die Niederlande reisen, nach Belgien, nach Luxemburg, nach Deutschland reisen. Ich möchte nach Polen reisen. Ich möchte nach Weißrussland reisen. Ich möchte in die Ukraine reisen. Ich möchte nach Tschechien reisen. Ich möchte in die Slowakei reisen. Ich möchte nach Frankreich reisen. Ich möchte in die Schweiz reisen. Nach Österreich, nach Ungarn, nach Moldawien, nach Rumänien, nach Slowenien, nach Bosnien, nach Portugal, nach Spanien, nach Italien, nach Serbien, nach Montenegro, nach Kosovo, nach Mazedonien, nach Albanien, nach Bulgarien. Ich möchte in die Türkei reisen. Ich möchte nach Griechenland reisen, nach Zypern oder nach Malta. Zaustavite sada lekciju i odgovorite usmeno. Pripazite. Samo sljedeće zemlje, za sljedeće zemlje kažete ich möchte in die reisen. Ich möchte in die Niederlande, in die Slowakei, in die Schweiz, in die Türkei und in die Ukraine reisen. Za sve ostale zemlje kažete ich möchte nach zum Beispiel Polen reisen. Sada ponovno zaustavite lekciju i stavite ove nazive kontinenta i zemalja koje smo učili u odgovarajući stupac. U stupac ich fahre nach ili ich fahre in die. Da vidimo. Za sve kontinente i većinu zemalja kažemo ich fahre nach. Ich fahre nach Afrika, ich fahre nach Europa, ich fahre nach Deutschland, ich fahre nach Ungarn, ich fahre nach Schweden. Aber wir sagen, kažemo, ich fahre in die Schweiz, ich fahre in die Ukraine, ich fahre in die Türkei, in die Niederlande und in die Slowakei. Prepoznate li nazive zemalja i kontinenta? Du bist auf einer Traumreise. Na putu ste i snova. Fährst du dann in den, an den, ans, in die oder auf die Wald? Pausier die Lektion und antwortet. Ja, richtig. Du fährst in den Wald. Ja oder nein? Fährst du dann in den, an den, ans, in die oder auf die See? Pausiert die Lektion und antwortet. Ja, du fährst an den See. Und hier? Was ist hier richtig? Ja, du fährst ans Meer. Und hier, was ist hier richtig? Pausiert die Lektion und antwortet. Ja, fährst du dann auf eine Insel? Du bist auf deiner Traumreise. Was passt? Pausiert die Lektion und antwortet. Fährst du dann? Richtig, in die Berge. Und hier, was ist hier richtig? Ja, fährst du dann in eine Stadt. Sada ponovno zaustavite lekciju i stavite ove imenice u odgovarajući stupac. Ich fahre in den ili ich fahre in die ili auf die ili ich fahre ans.
Da vidimo. Ich fahre ans Meer. Zato što je Meer imenica srednjeg roda. Ich fahre an den See. Radi se o muškom rodu. I ich fahre in den Wald. Aber ich fahre in die Stadt. Imenica ženskog roda. Auf eine Insel oder in die Berge. Imenica u pluralu. Sada riješite ova dva digitalna zadatka. Prva poveznica je bitočkica likosa crta wohin 222 i u ovom zadatku ćete izraze staviti odgovarajuću grupu. Ili ich fahre nach, ich fahre in die ili auf die, ich fahre in den ili an den, ili ich fahre ans. Druga poveznica je bit točkica li, kosa crta, was passt 1, 2, 3. Ovdje ćete naziv države koju čujete povezati sa nazivom koji možete pročitati. Viel Spaß! Du bist auf deiner Traumreise. Na putu ste i snova. Fährst du dann mit dem oder mit der Zug? Was ist richtig? Ja, mit dem Zug. Fährst du mit dem Zug? Ja oder nein? Was ist hier richtig? Sagt man, fährst du mit dem Wohnwagen oder mit der Wohnwagen? Ja, richtig. Und fährst du mit dem Wohnwagen auf deiner Traumreise? Ja oder nein? Was ist hier richtig? Ja, die Frage ist, fährst du mit dem Bus? Fährst du mit dem Bus auf deine Traumreise? Ja oder nein? Was ist hier richtig? Ja, fliegst du mit dem Flugzeug? Ja oder nein? Fährst du, ja, mit dem Auto? Ja oder nein? Fährst du dann, ja, mit dem Kreuzfahrtschiff? Ja oder nein? Schläfst du, was sagt man hier, in einem oder in einer Hotel? Ja, in einem Hotel. Ja oder nein? Schläfst du in einem Hotel? Schläfst du, ja, in einem Baumhaus? Ja oder nein? Schläfst du in einem Bungalow? Ja oder nein? Schläfst du, richtig, in einer Ferienwohnung? Ja oder nein? Sada ponovno zaustavite lekciju i stavite ove imenice u odgovarajući stupac. Ich fahre mit dem oder mit der oder ich schlafe in einem oder in einer. Da vidimo. Ich fahre mit dem Bus. Ich schlafe in einem Bungalow. Ich schlafe in einer Ferienwohnung. Ich fliege mit dem Flugzeug. Ich fahre mit dem Auto, mit dem Wohnwagen. Ich schlafe in einem Baumhaus. Ich fahre mit einem Kreuzfahrtschiff. Ich schlafe in einem Hotel. Und ich fahre mit dem Zug. Machst du deine Traumreise im Winter oder im Sommer? Was packst du in deinen Koffer ein? Idete li na putovanje snova u zimi ili u ljeti? Što ćete ponijeti u koferu? Kurze Hosen, Hemden, Socken, T-Shirts, Blusen,
Hosen und Jeans, Sweatshirts, Badehosen, Bikinis, Röcke, Kleider, Strumpfhosen, Pullover, Unterwäsche, Handtücher. Zaustavite lekciju i zapišite svoje odgovore. Machst du deine Traumreise im Winter oder im Sommer? Was packst du in deinen Koffer ein? Što ćete još ponijeti u koferu? Jacken, Mäntel, Handschuhe, Mützen, Schals, Sakos, a to su sakoji, Schuhe, Tennisschuhe, to su tenisice, Stiefel, Sandalen, Flipflops, Japanke. Zaustavite lekciju i zapišite svoje odgovore. Machst du deine Traumreise im Winter? Was machst du dann? Idete li na putovanje i snova u zimi? Što onda radite? Sprecht mir nach. Ponavljate za mnom. Ich fahre Ski. Wir bauen einen Schneemann. Ich gehe Eislaufen. Ich fahre Snowboard. Ich gehe Rodeln. Wir spielen Eishockey. Ich fahre Skilanglauf. Das Skijaško trčanje. Ich spiele im Schnee. Ich wandere im Schnee. Ich kaufe Geschenke. Wir machen eine Schneeballschlacht. Grudamo se. Koje još aktivnosti prepoznajete na slici, a znate ih reći na njemačkom jeziku? Sada zaustavite lekciju i zapišite sve svoje odgovore. Machst du deine Traumreise im Sommer? Was machst du dann? Idete li na putovanje snova u ljeti? Što onda radite? Sprecht mir nach. Ponavljate za mnom. Ich klettere. Wir wandern. Ich gehe fischen. Ich gehe paddeln. Ich liege in der Sonne. Sunčam se. Ich fahre mit dem Boot. Vozim se čamcem. Wir schwimmen und tauchen. Plivamo i ronimo. Ich surfe. Surfam. Ich fahre Rad. Wir spielen Beachvolleyball. Igramo se odbojku na pjesku. Ich reite. Wir zelten und grillen. Koje još aktivnosti prepoznajete na slici, a znate ih reći na njemačkom jeziku? Sada zaustavite lekciju i zapišite sve svoje odgovore. A sada odgovorite na ova pitanja usmeno. Zaustavljajte lekciju prema potrebi. Antworte auf diese Fragen. Bist du neugierig? Wo wärest du jetzt am liebsten? Antworte zum Beispiel so. Ja, ich bin manchmal neugierig. Ich wäre am liebsten zum Beispiel in Australien. Sad bih najradije bila ili bio u Australiji. Möchtest du die Welt kennenlernen? Ja, ich möchte die Welt kennenlernen, besonders Amerika. Mit wem möchtest du in den Traumurlaub fahren? Antworte zum Beispiel so. Ich möchte in den Urlaub mit meiner Clique fahren.
Möchtest du immer einen schönen Urlaub verbringen? Zum Beispiel, ja, ich möchte immer einen schönen Urlaub verbringen. Machst du einen Plan? Zum Beispiel, nein, ich mache selten einen Plan. Packst du deine Koffer? Nein, meine Mutti packt meine Koffer. Ich nehme T-Shirts, Hosen, Socken, Unterwäsche, Badehosen und Handtücher mit. Welches Reiseziel wäre für dich ideal? Zum Beispiel, ich möchte gerne nach Indien fahren. Möchtest du dir in Deutschland ein Reiseziel aussuchen? Wo genau? Zum Beispiel, ja, ich möchte nach Deutschland reisen. Zum Beispiel nach Berlin. Möchtest du in die Berge fahren? Kannst du Skifahren oder Snowboarden? Ja, wir fahren, das heißt meine Familie und ich, fahren gerne in die Berge. Ich kann Skifahren, aber ich kann nicht Snowboarden. Was möchtest du mit deiner Familie im Sommer machen? Wandert ihr? Fahrt ihr Fahrrad? Klettert ihr? Genießt ihr die Landschaft und die Natur? Ich möchte mit meiner Familie im Sommer wandern. Wir fahren Fahrrad und klettern. Möchtest du die schöne Aussicht in den Bergen genießen? Ja, ich möchte gerne die schöne Aussicht in den Bergen genießen. Welche Reise wäre für dich ein echtes Erlebnis? Vielleicht die Reise nach Indien. Welche Stadt hast du schon im Inland besichtigt und im Ausland? Zum Beispiel, ich habe schon Osijek im Inland besichtigt und Wien in Österreich im Ausland besichtigt. Wähle eine Stadt, die du besichtigt hast. Welche Sehenswürdigkeiten haben dir dort gefallen? Zum Beispiel Osijek. Und die Sehenswürdigkeiten waren die Kirche, der Dom, der Platz, der Hauptplatz, der Zoo, die Hauptstraße, der Fluss. Ist der Ort, wo du wohnst, ein touristisches Reiseziel geworden? Nein, es ist noch nicht ein touristisches Reiseziel geworden. Sind in deinem Ort neue Hotels eröffnet worden? Warst du schon in einem Hotel? Ja, in meinem Ort sind neue Hotels eröffnet worden. Ja, ich war schon in einem Hotel. Wo hast du deinen letzten Ausflug gemacht? Ich war in Osijek, im Wald und am Fluss. Schaut euch jetzt dieses Video an unter dem Link bit.ly/urlaub123. Pogledajte sada video prema ovom linku i odgovorite na pitanja u videu. Viel Spaß! Konntet ihr das Video leicht verstehen? Jeste li mogli video lagano razumjeti? Wo möchte Markus aus Österreich seine Traumreise verbringen? Pausiert die Lektion und lest still. Hört euch dann den Text an. Mein Name ist Markus und ich komme aus Österreich. In Wien wohnen ich und meine Eltern seit meiner Geburt. Meine Traumreise dauert 2 Wochen. Ich möchte nach Europa, nach Griechenland reisen. Am liebsten möchte ich mit meiner Clique mit dem Flugzeug dorthin fliegen. Ich möchte meinen Urlaub auf einer Insel verbringen. Dort schlafen wir, ich und meine Freunde, in einem Bungalow und genießen die schöne Aussicht aufs Meer und auf die schöne Landschaft. Ich nehme nur ein paar Badehosen, T-Shirts, kurze Hosen, Jeans,
Tennisschuhe, Flipflops und natürlich meine Sonnenbrille mit. Das Wetter ist sonnig und heiß. Dakle, gdje Markus želi provesti svoje putovanje i snova? Ja, richtig, in Griechenland, a to je u Grčkoj. Warum ist Markus am Ende seiner Traumreise traurig? Pausiert die Lektion und lest still. Hört euch dann den Text an. Den ganzen Tag baden wir und tauchen im Meer. Ich liege auf dem Liegestuhl, sonne mich und trinke Limo. Wir kochen selber und essen Fisch, Gemüse und Pommes. Am Nachmittag gehen wir wandern, klettern, Radfahren oder spielen Beachvolleyball. Manchmal besichtigen wir eine Stadt in der Gegend und fotografieren die interessanten Sehenswürdigkeiten. Am Abend machen wir ein Feuer am Strand, tanzen und hören Musik. Wir haben viel Spaß dabei. Wir machen viele Videos und lachen dabei. Ich bin ein bisschen traurig, wenn ich nach Hause gehen muss. Aber das ist okay, denn ich habe eine wunderschöne Zeit in Griechenland verbracht. Dakle, zašto je Markus na kraju svog putovanja i snova tužan? Ja, richtig. Er muss nach Hause gehen, mora ići kući. Und er hat eine wunderschöne Zeit in Griechenland verbracht. I prekrasno se proveo u Grčkoj. Sada zaustavite lekciju i odgovorite na ova pitanja. Poslužite se tekstom na desnoj strani. Odgovore zapišite. Ovo su odgovori. Markus möchte nach Europa, nach Griechenland reisen. Markus bi želio na putovanje i snova otići u Europu, odnosno u Grčku. Seine Reise dauert 2 Wochen. Putovanje bi trajalo 2 tjedna. Er macht seine Traumreise mit seiner Clique. Na puti snova ide sa svojim društvom. Er reist oder fliegt mit dem Flugzeug. Otputovao bi ili odletio bi avionom. Er möchte seinen Urlaub auf einer Insel verbringen. Želio bi ići na neki otok. Er nimmt ein paar Badehosen, T-Shirts, kurze Hosen, Jeans, Tennisschuhe, Flipflops und natürlich seine Sonnenbrille mit. Ovo bi uzeo sa sobom. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sonnig und heiß. Vrijeme je sunčano i vruće. Sie essen Fisch, Gemüse und Pommes. Jedu ribu, povrće i krumpiriće pržene. Und trinken Limo, piju limonadu. Was macht er den ganzen Tag? Što cijeli dan radi? Er oder sie baden und tauchen im Meer. Kupaju se i rone u moru. Er liegt auf dem Liegestuhl. On leži na ležajci. Sonnig, sunče se. Was macht er am Abend? Što radi na večer? Er oder sie machen ein Feuer am Strand, tanzen und hören Musik, haben viel Spaß dabei, machen viele Videos und lachen dabei. Dakle, zapale vatru na plaži, plešu, slušaju muziku, dobro se zabavljaju, rade, izrađuju videe i pritom se puno smiju. Was macht er dort noch? Er oder sie gehen wandern, klettern, Radfahren oder spielen Beachvolleyball. Dakle, idu na pješačenje, planinarenje, voze bicikl ili jednostavno igraju odbojku u pjesku. Und manchmal besichtigen sie eine Stadt in der Gegend, ponekad posjete neki grad u okolici und fotografieren die interessanten Sehenswürdigkeiten. I fotografiraju zanimljive znamenitosti. Wie war seine Reise? Er hat eine wunderschöne Zeit in Griechenland verbracht. Proveo je prekrasno vrijeme u Grčkoj. Jetzt bist du dran. Beschreibe deine Traumreise. Sada ste vi na redu. Zaustavite lekciju i pismeno odgovorite na sljedeća pitanja punim rečenicama. I dobili ste tekst o vlastitom putovanju i snova. Ovo su pitanja. Wohin möchtest du reisen? Wie lange dauert deine Reise? Mit wem machst du deine Traumreise? Womit kommst du dorthin? Wo möchtest du deinen Urlaub verbringen?
Was nimmst du mit? Wie ist das Wetter? Was esst und trinkt ihr? Was machst du den ganzen Tag? Was machst du am Abend? Was machst du dort noch? Welche Sehenswürdigkeiten besichtigst du noch? Wie war deine Reise? Ein zusätzliches Video. A ovo je dodatni video za one koje žele znati više. Pogledajte video, link je bit.ly/ laboaurlaub i odgovorite na pitanje. Kuda vole Njemci ići najviše na odmor? Odgovor je Italien, Spanien und Deutschland. Bewerte dich. Vrijeme za samoprocjenu. Možete li odgovoriti na osobna pitanja i na pitanja o putovanju? Razumjeti video sadržaj na temu putovanje u Njemačkoj? Koristiti geografske nazive? Sehr gut, odlično. Gut, dobro. Oder noch nicht so gut ili još ne tako dobro. Odlučite sami. Das war alles für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.